und herzlich willkommen und hallo hier zu einem weiteren Video zu den kickenden Köpfen. Ne, kickenden ist es ja diesmal nicht, es ist Tennisköpfen. Wir hatten das Spiel ja schon einmal und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin aber nicht weiter als Runde 2 gekommen, was mich ein bisschen zum Weinen gebracht hat. Und, es war gerade mein Kiefer, der da geknackt hat. Ich weiß nicht, ob ihr das hören konntet. Und deswegen spielen wir jetzt einfach das noch ein zweites Mal weiter hier. Ich habe jetzt diesmal diesen komischen Glatzkopf hier gewählt, weil der andere gegen Andy Rodding ja einfach keine Chance hatte. Und ich würde einfach sagen, los geht das, stürzen wir uns gleich ins Getümmel. Und ja, der ist viel, viel besser, wenn man sich das einbildet. Und ich bin so ein, ich glaube, ich sollte Squash spielen. Das ist doch das, wo man in so einer Einzelhalle spielt und immer gegen sich selber spielt, ne? Immer gegen die Wand. Ich glaube, das ist eine Sportart, die mir tatsächlich liegen würde. Ich krieg noch nicht mal diesen dämlichen Ball über diese dämliche Markierung zu diesem dämlichen Gegenspieler. Das ist doch nicht wahr. So, toter Ball jetzt. Ist das mein Vorteil oder ist das nicht mein Vorteil? Es ist nicht mein Vorteil. Es ist, ja, jetzt ist er wieder. Liebe Freunde, alle crazy Dudes, ihr habt es gelernt. Wo bin ich hier gelandet? Also, ich kenne jetzt kickende Köpfe, kickende Tennis. Gibt es da noch mehr von den Fireground? Ja, danke. Zu spät gesehen. Gibt es da eigentlich noch mehr von diesen Mousebreaker-Spielen? Muss ich später mal gucken. Oder ansonsten, wenn ihr es wisst oder ihr noch coole Spiele, die in diese Richtung gehen, kennt, schreibt es in die Kommentare, liebe Freunde, liebe Crazy Dudes. Ich würde mich da freuen, wenn ich eure Einsendung bekomme. Und auch wie beim letzten Mal natürlich, spielt dieses Spiel und sagt mir, weil ihr gekommen seid. Aber keiner ist so gut wie ich, also. Das ist ja ganz klar, ne? Das ist ja ganz klar. So, 2-1, wir liegen wieder hinten. Ich sollte aufhören, so viel zu labern und mich mehr aufs Spiel konzentrieren, aber dann wäre das ja nur halb so spaßig. So, toter Ball, jetzt hat er damit zu kämpfen, nicht ich, aber er kriegt's hin und der kommt zu ihm rüber, ja. Einmal hat er schon berührt und jetzt, ja, bouncy ball, na klasse, ich sehe den Ball noch nicht mehr, so schnell ist er hier. Oh Gott, jetzt bin ich noch gefroren. Ja, heiliges kann. Ach du Scheiße. Beweg dich. Ja. Ach, halt's Maul. Ich meine. Beep. Das habe ich nicht gesagt. Nein. Ich habe mich im Griff. Ich raste auch nicht aus. Lalala. Ja, spiel dagegen. Jetzt hat er das Syndrom, was ich die ganze Zeit hatte, aber er schafft's trotzdem. Das heißt, er ist ein Computer, ne? Aber ich rede schon mit dem. Gut, ich habe halt keine Freunde im Real Life, deswegen. Ein kleiner Scherz hier. 5-1, es ist echt primitiv. Es ist ein Armutszeugnis, liebe Freunde. Und ich höre gleich auf, ich beende die Aufnahme. Nö, wenn das jetzt hier nicht weitergeht, dann war es das. Nö, dann habe ich doch keinen Bock mehr, hier weiterzuspielen. Es ist ja schon ein Matchball, ne? Das müsst ihr wissen. Ja, ihr wisst es ja, weil ihr ja keine kleinen Domen seid. Jetzt seid ihr große Domen und ich habe schon wieder verloren. So, wir spielen jetzt so lange, bis wir jemanden finden, der gegen ihn gewinnen kann. Den hatten wir also schon in der letzten Folge. Wenn ihr sie nicht gesehen habt, schaut sie euch unbedingt an. Ist zu empfehlen, wenn ihr nämlich hier diesen typischen Deutschen mit diesem Schnurrbart, diesen Ü50er, den nehmen wir jetzt. Und ich sag, das ist so einer, der auch gerne Tennissocken trägt, wenn er nicht gerade Tennis spielt in Sandalen. Das ist so, dem könnte ich das zutrauen, ja. Jetzt kommt diese Bombe, jetzt müssen wir aufpassen, nur auf meiner Seite. Natürlich, ich bin der Gearschte hier. Aber das war es auch schon wieder. Das kann uns nichts anhaben. Ja, jetzt hat er die Bomben. Mal gucken, ob es ihn verkohlt oder ob ich bis dahin. Ja, ich mache selbst Mord. Hätte ich mir auch denken können, liebe Freunde. Low Jump. Trifft das jetzt für mich zu? Ja, natürlich. Ach Gott. Ja, klar. Ich komme da nicht mehr ran. Doch, ich komme da noch ran. Ich kann mich nehmen. Mann. Weiter geht's im Showgeschäft. Zweite Mann. Zwei. Also jetzt hier. Und es geht weiter. Ja,
So, 4-1. Ist schon schlecht. Ich bin, glaube ich, der HSV unter den Videospielen hier. Verliert alles. Und gewinnt ab und an mal. Aber eher selten. Aber am Ende rettet sich der HSV doch immer. Danach sieht es jetzt hier bei mir momentan nicht aus. Aber Fireground und bei... War das eine gute Kombination, oder? War das eine gute Kombination? Wieso geht der Ball eigentlich immer bei mir? Startet immer bei mir? Ich würde auch gerne mal, dass er es startet. Da finde ich schon ganz knorke irgendwie. Ganz tufte. Ja. Ja gut, der wäre auch ohne Firecrown. Hätte er nämlich rausbuxiert aus diesem Spiel. Aber, er wäre der zweite Ball gewesen. Aber, ich gebe noch nicht auf. 5-3 ist noch machbar. Ist alles machbar in diesem Spiel. In diesem Spiel ist alles möglich. So, ich habe jetzt Super Speed und das ist ein Bouncy Ball. Zwei Sachen, die super zusammenpassen, wie man hier sieht. Aber leider ist es jetzt auch schon wieder beendet. Ich sag, das kann man auch aufhören. Fünf zu fünf. So, ich brauche noch 2 Punkte. Ja, noch 1 Punkt. Das wäre ja wirklich das Unfassbare. 6 zu 5. Gewonnen, liebe Freunde, gewonnen. Und ja, ich würde sagen, bevor das jetzt hier noch peinlicher wird, beenden wir die Aufnahme einfach mal. Lasst eine Bewertung da, ein Abo, ein Kommi, was auch immer. Schreibt eure Spielstände in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bleibt dran. Macht's gut. Ach was. Macht's besser. Bis dahin. Tschüss, ciao.